Also für mich persönlich, ich denke, das war auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr. Ich denke, ich habe viel dazugelernt, wie man halt in der NBA spielt. Ich denke, ich habe mir auch, wo ich halt direkt hingegangen bin, den Respekt verschafft, also von meinen Mitspielern. Und ja, also ich denke, die Spiele waren auch sehr gut. Also ich denke, das müssen halt alle machen. Und das ist halt ein Jahr, wo du halt viele Sachen machen musst, so wie, keine Ahnung, Wäsche waschen und Autos sauber machen. Auto sauber Aber machen. ja auch, also es sind schon viele Sachen, die man machen muss. Wir halten auf jeden Fall guten Kontakt. Wir sind immer, also wir schreiben über WhatsApp immer sehr viel. Und ja, also auch egal, was ich brauche, ich soll ihm halt auch schreiben. Und wo er sein Kind bekommen hat, habe ich ihm halt auch geschrieben. Und ja, wenn er halt auch mal was hat, dann schreibt er mir auch direkt. Habe halt auch schon mit dem neuen Trainer geredet und ja, habe ihm halt auch gesagt, dass ich halt für die deutsche Nationalmannschaft spielen will und dann halt auch natürlich helfen will. Ich denke, von Adam Silver, die Entscheidung war halt auch sehr gut und halt hat auch jedem NBA-Spieler, denke ich, also auch gefreut, dass er jetzt halt zu keinem NBA-Spiel mehr kommen kann. Und ich denke, ja, wo er uns das halt erzählt hat, haben wir halt auch Sicherheit gespürt und haben halt weitergespielt. Und ich denke, das war halt auf jeden Fall auch sehr wichtig von unserem Owner, das halt mal klarzustellen. Also in Deutschland früher, wo man halt mal kleiner war, natürlich waren halt ein paar Aktionen so, aber ich denke in Atlanta, da ist halt schwarz wie weiß, es ist eigentlich egal, also was für ein Hauttyp du bist.